Wir wollten eigentlich noch 5 Minuten warten, bevor wir anfangen, aber es gibt ja sowieso keinen Platz mehr. Von daher brauchen wir auch nicht... Ja, Moment mal, die Witze erzähle ich hier. Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Für Witze muss man sich nicht entschuldigen. Also, je nachdem, wer sie erzählt und in welchem Kontext. Aber da können wir ja noch drüber sprechen. Da können wir ja noch drüber sprechen. Ja. Zur Information, das Ganze wird aufgenommen, aber wie Sie sehen, in diese Richtung. Ja? Das heißt, Sie sind nicht mit drauf. Sonst hätten wir ja noch von jedem eine Einverständniserklärung unterschreiben lassen müssen. Das haben wir nicht gemacht, von daher nur wir sind auf dem Video zu sehen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich heute Abend gekommen sind. Rabbiner Steinman hat mir schon einen kleinen Herzinfarkt beschert heute, als er angerufen hat und gesagt hat, sein Fahrer steht im Stau. Und er dann gesagt hat, er weiß überhaupt nicht, ob er es pünktlich schafft hierher. Und dann dachte ich schon, was mache ich jetzt? Aber er ist da. Sonst hätte er Witze erzählen müssen. Und zur Eröffnung der jüdischen Kulturwochen, jetzt unterbreche ich dich einfach, hat er auch schon einen Witz erzählt. Wer war dabei bei der Eröffnung? Okay, dann hören Sie jetzt nicht hin, er erzählt ihn nochmal. Oder ich erzähle ihn. Wobei wir schon bei der Definition eines Juden, es wird sehr oft gefragt, wer ist denn Jude? Jude ist, wer einen Witz hört, den anderen nicht ausreden lässt und sagt, den kenne ich, der geht anders und dann erzählt er ihm, meistens sogar noch besser. Aber ich muss dir sagen, Olli, du hast den so gut erzählt, erzähl ihn doch ruhig nochmal. Ich erzähle gerne gleich nochmal. Okay. Ich frage erst einmal, weil der Raum ja so voll, hören Sie uns denn alle? Müssen wir das lauter? Oh, so. Na, also. Es wäre ja schlimm für den Abend, wenn Sie uns nicht verstehen würden. Ist es jetzt besser? Ja? Wunderbar. Okay. Wunderbar. Der Witz von der Eröffnung der Kulturwochen. Es ist in einem alten jiddischen Städtel, da ist ein kleiner Junge geboren und er hat dort einen Rabbiner und er sieht sehr viel auf zu dem Rabbiner und irgendwann flieht dieser Rabbiner. Das ist so die Kriegszeit und er flieht nach Amerika und der kleine Junge wird irgendwann groß und er denkt die ganze Zeit an seinen Rabbiner. Was ist aus ihm geworden? Und er betet ganz oft und er wird sich wünschen, einfach den Rabbiner auch wiederzusehen. Und irgendwann, er ist wieder im Gebet, plötzlich der Himmel geht auf und Gott spricht zu ihm und er sagt, du hast gebetet, was für einen Wunsch kann ich dir erfüllen? Da sagt er, ich möchte so gerne meinen Rabbiner wiedersehen, aber ich bin hier in Polen und mein Rabbiner ist in Amerika. Kannst du mir vielleicht eine Brücke bauen von Polen direkt nach Brooklyn? Sagt Gott, also ich bin zwar Gott, aber das ist schon echt eine Arbeit. Das muss man so viel Material und das Wasser und hast du nicht vielleicht irgendwas anderes, was ich dir... Einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann, sagt er, ich bin schon über 30 Jahre mit meiner Frau verheiratet, aber wir verstehen uns nicht immer. Kannst du machen, dass ich meine Frau verstehe? Da sagt Gott, wie viele Spuren soll deine Autobahn haben? So, jetzt hat er mich komplett aus meiner Anmoderation gerissen. Sei froh, dass ich dich bei dem Witz habe ausreden lassen. Weil du kennst ihn anders? Natürlich, ich kenne ihn so, wie du ihn zuerst erzählt hast und ich frage mich jetzt, war das jetzt besser oder war das damals? Es war okay, ja? Okay, wunderbar. Also, ich gehe nach Hause und übrigens, du hast gesagt, mein Fahrer hätte angerufen. Mein Fahrer ist mein Freund und er ist Elektriker, er sitzt hier und er hat mir auch einen wunderbaren Witz erzählt. Und so sind wir Freunde geworden. Er hat gesagt, du, ich muss dir einen Witz erzählen. Dann habe ich gemeint, ich kenne sie doch schon alle, hör auf. Dann sagt er, okay, dann machen wir jetzt eine Abmachung. Wenn ich dir einen Witz erzähle, den du nicht kennst, dann bleiben wir Freunde. Und dann hat er mir, ich glaube, es war dieser Witz erzählt. Was ist das älteste Gewerbe der Welt? Ja, jetzt sind Sie gefragt, Sie können sich ruhig melden. Es wird nicht benotet. Was ist das älteste Gewerbe der Welt? Hebammenwesen. Hebammenwesen. Ah, von welcher schweren Geburt kommen Sie gerade?
Okay, Hebammenwesen, einverstanden. Aber die meisten Leute, geben wir es doch zu, wir denken an ein ganz anderes Gewerbe, oder? Ist es aber nicht, nein. Das älteste Gewerbe der Welt ist, Herr Aldema, was ist es? Elektriker. Ja, warum? Und Gott sprach, es werde Licht. Gut, oh, okay, dein Witz war besser. Einverstanden. So, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Nein, du hast mich überhaupt nicht aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir heute Abend einen Abend haben sollten, oder so wünschen wir es uns, und ich glaube Sie auch, indem wir einfach mal ein bisschen abschalten, indem wir einfach mal das, was uns so bedrückt, die ganze Zeit über hinter uns lassen und wirklich einfach nur mal, ja, den Kopf ausmachen, ein bisschen lachen. Das ist die Idee dieses Abends heute. Aber sicherlich auch ein bisschen über den jüdischen Witz als solchen auch zu sprechen. Denn es gibt ja bestimmte Charakteristika, die der jüdische Witz auch hat. Ob das jetzt die eigene Selbstironie ist oder ob das auch der Umgang mit vielleicht Tragödien ist, da ist der jüdische Witz ja schon speziell. Aber wir wollen keinen Vortrag draus machen, sondern wir wollen ja auch Witze erzählen. Und wir haben uns quasi abgesprochen, ich sollte hier oben eigentlich gar nicht sitzen. Das muss ich mal von Anfang an sagen. Aber Rabbiner Andy hat gesagt, ihm ist lieber, sitzt jemand hier vorne, der zur Not auch mal lacht, wenn die Witze nicht so gut ankommen. Deswegen sitze ich jetzt mit ihm hier. Aber wenn man schon hier oben sitzt, dann kann man sich natürlich auch nicht davon abwägen, mal einen Witz zu machen. Und du hast so, aus das Publikum auch. Also wenn da zwischendurch, vielleicht sitzen hier Juden und sagen, Moment, der Witz geht anders. Werden Sie jüdisch in dem Sinne? Meinetwegen, ja. Also Sie müssen nicht gleich übertreten oder sich beschneiden lassen. Aber Sie können gerne Witze dazu machen. Gerne. Wir hören immer gerne, weil sonst, wir kennen schon alle unsere Witze. Das heißt, wir haben sie schon nummeriert und dann werfen uns die Witze zu in Nummern. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 17. Und wenn 26, Moment, den muss man erzählen können. Einen Moment, ja. Also, der Hassen, ja, genau, den muss man kennen, erzählen können. Aber ich habe dich schon wieder unterbrochen, das hat Spaß gemacht. Also, ja. So geht es die ganze Zeit. Aber ich glaube, 26 ist die jiddische Mama. Nein, das ist 26a, Entschuldigung. Okay, okay. Nein. Dann musst du mir helfen mit 26, weil ich hätte jetzt ja was zur jiddischen Mama gesagt. Dann sag was zu der jiddischen Mama und danach sage ich was zur Beschneidung, bitteschön. Also Sie wissen, die jiddische Mutter ist eine, ich darf das sagen, weil meine Mutter ist heute auch hier im Publikum. Und das ist der Vater, der daneben sitzt. Hast die ganze Sprüche mitgebracht. Na, nicht ganz, aber die jüdische Mutter ist eine spezielle Form, vielleicht. Eine Institution, ich hatte auch so eine, ja. Und du weißt, was ist der Unterschied zwischen einer jüdischen Mama und einem Bullterrier? Ich kenne das anders. Der Bullterrier lässt manchmal los. Richtig. Und was ist der Unterschied zwischen der jüdischen Mama und einem Terroristen? Mit dem Terroristen kann man verhandeln, genau. Ja. Genau so kannte ich den. Ja. Hallo Mama. Ja. Habt ihr einen Bullterrier? Nein, wir haben tatsächlich aber zwei Australian Shepherds. Oh, sehr interessant. Ja, ich habe zwei Katzen. Meine Tochter hat mir erzählt, was ist der Unterschied zwischen Katzen und Hunde? Ja, Hunde haben Herrchen und Frauchen, Katzen haben Personal. Also, aber das ist nicht unbedingt ein jiddischer Witz. Es gibt manchmal, wie soll man sagen, Crossover. Aber das stimmt, was du sagst. Diese Witze haben manchmal auch einen tragischen Hintergrund. Sie sind aber auch ganz wichtig, sie sind auch etwas Militärisches, nämlich eine Waffe. Man kann sich zur Wehr setzen gegenüber einer feindlichen Umgebung, indem man über sich selbst lacht. Und damit die Waffe des anderen aus der Hand schlägt, bevor er über einen lacht. Ja, also das ist, also die Selbstironie ist da ganz wichtig, weil auf diese Art und Weise auch, ich finde, das ist auch Therapie. Also ist hier ein Arzt im Raum? Kein Arzt? Also wenn das Handy dann ist jetzt das, klingelt, dann ja, nee, das kein ist, Arzt im Einsatz. Nein, kein Arzt im Raum, das heißt also hier sind kaum Juden. Weil das ist ein richtiger jüdischer Beruf. Also wenn man in einer jüdischen, wo ich herkomme in Amerika, wenn das hier ein jüdisches Publikum wäre, dann wäre die eine Hälfte Ärzte und die andere Hälfte wäre Anwälte. Und dann kommt dann eine Mutter rein und sagt, ja, ich brauche einen Arzt. Ja, wofür denn? Wie geht es Ihnen schlecht? Nein, nicht für mich, für meine Tochter. Okay. Aber wissen Sie was? Manchmal braucht man ein bisschen Zeit, um einen Witz zu erklären. Und dann heißt es auch, was ist der Unterschied über einen Witz, den man von einem Juden hört oder von einem Bürger und so. Das kommt darauf an, wie oft der den Witz hört, auch lacht.
Und dann deswegen heißt es, wenn man einem Bürger einen Witz erzählt, dann macht er dreimal. Einmal während man erzählt, einmal während man erklärt und beim dritten Mal, wenn er den endlich kapiert hat, der Bürger. Wenn man einem Bauern einen Witz erzählt, dann lacht er nur zweimal. Einmal, wenn man erzählt und einmal, während man erklärt, aber er ist ein Bauer, also okay, das reicht schon. Ich weiß nicht, ob ihr den kapiert, er ist halt ein Bauer. Ist hier ein Bauer im Publikum? Man soll sich nämlich nicht auf Kosten anderer lustig machen. Also das ist kein Diplom, Agrar, Wirtschaft, was weiß ich, sondern einfach nur ein Bauer. So. Und wenn man einem Offizier einen Witz erzählt, dann lacht er nur einmal. Einmal nämlich, wenn man ihm den Witz erzählt. Man darf ihn aber nichts erklären, er ist ja Offizier, also werde ihn auch nicht kapieren, nur einmal. Was passiert, wenn man einem Juden einen Witz erzählt? Er lacht gar nicht, sagt er, kenn ich, geht anders. Und das Beste an diesem Witz ist, stimmt. Ja, daran kann man dann, ich werde oft gefragt, wer ist Jude? Und dann sage ich, dann erzähle ich diesen Witz. Dann heißt es, nee, jetzt mal im Ernst, wer ist Jude? Sage ich, doch, das ist mein Ernst. Wie soll man das denn sonst erklären, wer Jude ist? Und oder auch jemand, der über sich selbst lustig macht. Wir haben auch, ich sehe, es sind hier einige befreundete Pfarrer hier im Raum. Das freut mich sehr. Und wir wissen ja, es gibt im Judentum nicht 10 Gebote, sondern 613. Die muss man alle kennen und so, das Sach zu lernen. Vielleicht haben Sie den Film gesehen, Anna Tefka, nicht? Also gleich zur ersten Szene, da sehen wir die Dorfgemeinschaft im Städtel und die sind in einem Gespräch mit dem Rabbiner. Und der Rabbiner sagt, es gibt nicht nur 613 Gebote, wir haben auch jede Menge Segenssprüche, das ist doch schön, nicht? Es gibt für alles einen Segensspruch, Abbruche, Abbruche für alles. Ja. Dann überlegen die und sagen, gibt es auch Abbruche, gibt es auch einen Segen für den Zaren? Und dann sagt der Rabbiner, nur selbstverständlich, Gott möge den Zaren erhalten, weit weg von uns. So viel also über die Segenssprüche, und es gibt tatsächlich sehr viele. Sie werden heute Abend auch einige jiddische Ausdrücke kennenlernen. Ich will erst mal gucken, ob wir hier alle volljährig sind. Ich glaube ja. Also haben Sie nichts dagegen. Gut. Es sitzen zwei Deppen. Fachwort Schmock. Zwei Schmöcke. Was ist das Plural von Schmock? Schmöcke. Sitzen zwei Schmöcke im Wald. Sie haben ein Ei gefunden im Wald, aber sie sind fromme Schmöcke. Und deswegen fragen sie sich, bevor wir das Ei essen, wir haben gelernt, muss man einen Segensspruch bringen. Es gibt unterschiedliche Segenssprüche für unterschiedliche Nahrung. Das Ei ist koscher, okay, ja. Auch wenn es am Schabbes gelegt worden ist, aber das ist was anderes. Aber jetzt, welchen Segensspruch sollen wir denn machen? Da meint der eine, oh, wir haben das Ei hier gefunden, lag auf dem Boden, ist also Erdfrucht. Es gibt einen Segen für Erdfrucht. Bore pri ha'adama. Und da meint der andere, nein, ich glaube, es muss hier von einem Nest runtergefallen sein, oben im Baum, es ist Baumfrucht. Das ist bore pri ha'etz. Und dann streiten sie und dann sehen sie, es kommt ein Gelehrter da des Weges, den erkennen sie an der Kleidung und wie er sich gibt. Und dann sagt er, du bist doch bestimmt ein Gelehrter. Sag mal, welche Bruche sollen wir hier sprechen? Dann sagt er, ihr müsst Shehechianu sagen, nicht Priha'etz und nicht Priha'adama, sondern Shehechianu. Shehechianu ist der Segensspruch, den man spricht bei einer besonderen Gelegenheit. Wenn man etwas erlebt zum ersten Mal, wenn man irgendwie ein Ereignis bezeugt, was also irre ist, sagt man Shehechianu. Oder wenn man einfach nur glücklich ist, dass man diese Zeit erreicht hat. Könnte man auch alle jetzt kurz mal sagen, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehechianu v'kiyamanu v'hegiyanu lazman hazeh. Wir freuen uns. Amen, sagt er auch noch. Amen. Er hat noch Amen gesagt. Ist hebräisch und bedeutet, so sei es. Man bedankt sich dafür, dass man lebt und dass man das erreicht hat, dass man das sehen kann. Und dann sagt er, wir müssen Shehechianu sagen. Dann gucken die beiden und sagen, wir haben gelernt, Shehechianu sagt man nur bei einer besonderen Gelegenheit. Was ist denn hier so besonders? Sagt der Gelehrte, nur ein Schmock und zwei Eier habe ich schon öfters gesehen, aber ein Ei und zwei Schmöcke. Und dann, ja, ach so. Nein, ich will dich nicht unterbrechen. Wie viel hast du?
Ich wollte in eine ganz andere Richtung gehen jetzt eigentlich, wegen der Bracha, aber wenn du noch in der, ja, in der Bereich bleiben in dem möchtest, Bereich, dann... In dem Bereich gerne, gerne, weil wir haben auch verschiedene Segenssprüche für verschiedene andere Gelegenheiten. Es gibt sogar eins für Neumond. Neumond und besondere Feiertage, das ist ja Leve Yavo, das heißt also... Der Mond ist da, wir sehen ihn aber nicht. Und deswegen sagt man, ja, lebe ja wo, er möge steigen und kommen. So, und jetzt geht einer daher und fragt seinen Freund, ein Frommer, sagt er, du, ich habe hier Viagra, welchen Segensspruch soll ich denn machen? Ja, lebe ja wo, soll er steigen und kommen? Ne? Ist doch klar. Ne? Und dann, einer ist ein Hippie. Ein Hippie. Und er steht kurz davor, sich ein LSD einzuwerfen, ein Trip. Welche Bracha soll er dann sprechen? Welchen Segensspruch? Tfilat HaDerech, das heißt also der, ja, das ist für das, wenn man unterwegs ist, ja, also weil er wird jetzt irgendwie hinfahren, irgendwo hin. Dann gibt es auch den Unterschied, den man mit einem Witz gut erklären kann, zwischen orthodoxen und liberalen Juden. Da kommt einer zu einem liberalen, pardon, zu einem orthodoxen Rabbiner und sagt, Herr Rabbiner, ich habe mal einen Maserati gekauft. Kannst du mir einen Segensspruch, eine Bracha sprechen über meinen Maserati? Dann sagt der orthodoxe Rabbiner, aber gerne, aber erklär mir, was ist ein Maserati? Dann geht er gegenüber, ist eine liberale Synagoge, geht da rein, redet er mit dem liberalen Rabbiner. Herr Rabbiner, können Sie mir eine Bruche machen auf meinen Maserati? Gerne, nur was ist eine Bruche? Aber ja. So seid ihr Rabbiner, ja. Nicht alle, nein. Nicht aber alle. Einige von euch. Einige. Wir haben jetzt ein interessantes Phänomen. Und ich freue mich so sehr, dass dein Vater hier ist. Er ist ja Mitglied im Zentralrat. Dann kann ich Ihnen sagen, wir haben ein Phänomen. Oh, jetzt kommt das, wird er sagen. Ich nerv ihn damit schon seit Jahren. Wir haben zwei Rabbinerkonferenzen. In der Rabbinerkonferenz, wo ich bin, und das ist kein Witz, da haben wir viele verkrachte Christen, die zum Judentum übergetreten sind und haben gemeint, ich war Pfarrer, wenn ich zum Judentum übergehe, dann bin ich jetzt Rabbiner. Und sie haben tatsächlich auch irgendwelche Gemeinden. Die haben aber alle auch keinen Humor. Ja. Woher denn auch? Ja? Also das ist wirklich ein Problem, deswegen du sagst dir. Und in dieser Rabbinerkonferenz gibt es auch nie was zu lachen. Es sei denn, es gibt eine Ratstagung, da kommen die Rabbiner, werden eingeladen, da kommen die orthodoxen Rabbiner und die sitzen zusammen an einem Tisch und lachen alle. Und ich sitze dort mit meinen Schmecken dort und die gucken sich alle gegenseitig an und wollen unbedingt nur sich mitteilen, wie klug die sind, was die gelernt haben und so weiter. Und wird nicht gelacht. Also da setze ich mich lieber zu den Orthodoxen hin und dann heißt es, no, siehst du, bei uns ist schöner. Ja, das ist Tradition. Der Anna Tefka, aber ich habe dich unterbrochen. Ja. Ich wollte dich jetzt nicht in deinem ausufernden Dialog über die Rabbinerkonferenz unterbrechen. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, ihr Rabbiner seid ja auch ein spezielles Volk. Ja. Denn ihr habt ja immer eine Eize zu geben, also einen Ratschlag. Ein Ratschlag, auch ungefragte. Auch ungefragte, aber in der früheren Zeit, man kommt ja auch immer zum Rabbiner mit allem, was man so hat. Und ja. Da kommt einer zum Rabbiner und er sagt, Herr Rabbiner, ich glaube, meine Frau betrügt mich. Mhm. Da in den Büchern da, das steht doch alles drin, können Sie mir geben, ein Eize, da muss doch irgendwas stehen, wenn meine Frau, sagt er, geh dort weg und gib mir dieses Buch. Der Mann geht, gibt ihm das Buch, der Rabbiner macht das Buch auf, blättert, das ist das falsche Buch. Gib mir dieses Buch. Okay, geben wir das zweite Buch und der Rabbiner blättert wieder und guckt. Dieses Buch, gib mir das. Oh, das dritte Buch, das große Buch, er nimmt das. Der Rabbiner schaut herein, blättert, findet dort seine Brille, nimmt die Brille, zieht sie an, guckt den Mann an von oben bis unten und sagt, so, deine Frau betrügt dich, recht hat sie. Wir haben nicht nur Rabbiner bei uns als Kultusbeamte, hat man früher gesagt, sondern wir haben auch etwas ganz Interessantes, Beschneider. Und ein Beschneider geht von seinem Städtel zum ersten Mal in die große Stadt. Und er ist begeistert, er ist beeindruckt, der Verkehr dort und wie, was die Leute und alle haben und der Markt und so. Und dann stellt er fest, da gibt es verschiedene Geschäfte und überall auch eine entsprechende Werbung.
vor dem Friseurladen hängt ein Riesenkamm und eine Schere. Er sagt, oh, den kenne ich schon. Ja, ein Riesenkamm und Schere, aha, Friseur. Vor der Apotheke ist da so ein Mörser irgendwie. Das sieht man bis heute auch manchmal im Schaufenster bei den Apotheken. Und dann kommt er weiter und dann sieht er beim Metzger, da ist so ein Schweinskopf irgendwie draußen. Die Leute verstehen, aha, Metzger. Und beim Töpfer ist ein Topf draußen. Beim Schuhmacher hängt ein Schuh und so weiter. Und dann sieht er ein ganz interessantes Geschäft. Da steht nur drauf auf einem Schild, Schildermaler. Meint er, oh, ich bin doch Geschäftsmann, ich gehe rein, ich lasse mal auch ein Schild machen für mein Geschäft. Und er redet dort mit dem Schildermaler und sagt, machen Sie mir für mein Geschäft eine Uhr. Eine Uhr? Ah, dann fängt er an, da eine Uhr zu basteln. Ne? Sagt er, sind Sie Uhrmacher? Sagt er, nein. Was sind Sie denn? Beschneider. Wieso soll ich hier eine Uhr machen? Haben Sie einen Gegenvorschlag? Was soll ich sonst herausreden? Es gibt noch einen ekelhaften jiddischen Spruch. Der Beschneider heißt Moel bei uns. Das ist ein Mohel, ein Moel auf Jiddisch. Und es gibt auch noch ein, um den Witz zu verstehen, muss man wissen, es gibt der Schmalz, ja, also das, was man auf Schmalzbrot tut, Schmalz, heißt auf Jiddisch Griebenes. Und das Griebene, kennst du den Witz, der ist wirklich ekelhaft. Griebenes, da ist ja auch, da sind so kleine Hausfettchen drin. Und deswegen gibt es ein jiddisches Sprichwort, von einer Mäuel kauft man nicht kein Griebenes. Der ist ekelhaft, ich gebe es zu. Also, deswegen habe ich auch vorher gefragt, ob wir hier alle auch tatsächlich volljährig sind. Und diese Witze, vielleicht jetzt wird es ein bisschen auch, geht es ins Vortragende hinein, als es hier diese Beschneidungsdebatte gab. Debatte war das nicht. Debatte ist ein Austausch, ein Hin- und Her-Abwägen, ein Zuhören von Argumenten, ein Abwägen und so weiter. Es war einfach nur ein Geschrei in eine Richtung. Und dann wurde ich auch einmal eingeladen zu einer Beschneidungsdebatte und ich konnte nur noch Witze machen, weil anders war das nicht zu ertragen. Und dann hat es geheißen, ja, wenn ein Mann beschnitten wird, dann ist er hinterher traumatisiert und kann lange nicht laufen und lange nicht reden. Dann habe ich erzählt, wissen Sie was, das ist mir auch passiert. Nachdem ich beschnitten worden bin, konnte ich ein ganzes Jahr nicht laufen und ein ganzes Jahr nicht reden. Na gut, dazu muss man eben wissen, wir Juden werden beschnitten als Kleinkinder, als Säuglinge. Also ich konnte erst mit einem Jahr anfangen zu laufen. Der andere hat mich angeguckt und hat gemeint, ja, Sie geben es sogar noch zu. Ja? Naja, gut, also man will nicht unbedingt belehren, aber ich verrate jetzt etwas, ich bin von Haus aus Lehrer und ich habe gesehen, es ist auch immer sehr gut, wenn man als Rabbiner auch etwas unterrichtet mit Witz und so. Und ich habe festgestellt, zu meinem Gottesdienst kommen sehr oft Leute, die hören sich nur die Predigt an und gehen dann wieder. Da habe ich mir gedacht, naja, so ein Witzeabend wie heute Abend, das ist ja auch wie eine Predigt, mehr oder weniger. Beten brauchen wir nicht. Oder Sie können gerne, wenn Sie wollen, beten, da hält Sie keiner zurück. Nicht? Das heißt also, Beten ist auch etwas Vorwärtsgerichtetes. Und wo ich herkomme, in den USA, in New York, gab es früher und gibt es heute noch in den Gemeinden eine ganz andere Verfassung als die, die wir hier haben in den jüdischen Gemeinden, sind anders verfasst. Die leben von Spenden. Nicht? Also hier gibt es ja nicht wie der Zentralrat einen Staatsvertrag und so, sondern zu den hohen Feiertagen vor allem werden die Sitze verkauft. Ja, und davon lebt dann die Gemeinde. Und da kommt jemand rein und da steht einer an der Tür, das ist so wie im Kino, ja, und dann sagt er, hier hast du deine Sitzplatzkarte und so weiter. Da kommt einer rein und sagt, ja, ich suche nur meinen Onkel, er ist Mitglied dieser Gemeinde. Sagt er, okay, du darfst rein, aber beten darfst du nicht. Also, ja, weil du hast ja nicht dafür bezahlt. Das heißt also, wir sind anders verfasst als die anderen, wir sind auch eine Minderheit. Und nicht immer ist es sehr angenehm in der Umgebung. Und weil ich gerade etwas von Amerika erzählt habe, auch der Witz von Olli vorhin, das umspannt mehrere Kontinente. Da sitzt im vorletzten Jahrhundert sitzen vier Freunde in Polen, haben gerade einen Pogrom erlebt und die überlegen sich, wir wandern aus. Und die vier heißen Jakob, Derl, Bärl und Schmerl. Kennst du den? Nein. Schämlich. Jakob, Derl, Bärl und Schmerl sagen, wir halten es hier nicht aus, wir wandern aus. Ja, wohin? Nach Amerika. Und wie kommen wir da hin?
Mit dem Schiff. Mhm. Und wer bezahlt das? Mhm. Gucken wir mal. Naja, dann hat der Jankel, hat der Jakob, also man nennt ihn Jankel, Jankel hat eine tolle Idee, der meint, wisst ihr was, wir legen zusammen und einer von uns darf dann fahren, da ziehen wir also irgendwie, das Los wird dann entscheiden, einer von uns fährt nach Amerika, in Amerika sind doch die Straßen gepflastert mit Gold, er braucht sich nur bücken. Und dann holt er die anderen drei nach. Ja, okay. Die schlagen ein und jetzt das Los entscheidet, Jankel selbst darf fahren, er hat also das große Los gezogen, er darf nach Amerika und die begleiten ihn zum Hafen, er geht nach Amerika und dann passiert was? Nichts. Die hören nie wieder was von Jankel. Dann plötzlich, nach Jahren, ein Brief und drei Schiffspassagen. Derl, Bärl und Schmerl fahren endlich nach Amerika, die sitzen auf dem Schiff, die sollen nach New York. Und die sind auf dem Schiff und die freuen sich. Das Schiff fährt den Hafen rein. Die sehen schon die Freiheitsstatue, die Schickse mit der Lomp, die dort steht im Hafen. Und die kommen dort an. Sie müssen erstmal durch Ellis Island und dann kommen die an und die gehen runter vom Schiff. Und sie suchen ihren Freund Jankel, weil er hat gesagt, ich hole euch ab am Hafen, da bei der Schickse mit der Lomp. Also gut, dass diejenigen, die gelacht haben, das verstanden haben. Die Schickse mit der Lomp ist die junge Dame mit der Lampe. Eigentlich macht sie Havdalah zu Ende von Schabbat, aber das steht auf einem anderen Blatt. Die irren da herum im Hafen und suchen den Jankel. Auf einmal kommt so ein Yankee auf sie zu. Ein Yankee übrigens, das ist nicht nur das, was Sie kennen aus den Geschichtsbüchern. Ein Yankee ist unter den Juden in Amerika einer, der schon mindestens eine Generation dort ist. Er ist ein Yankee. Die anderen sind die Grünen. Das ist jetzt nichts Politisches, sondern sie sind Greenhorns und die bekommen dann auch deswegen die Green Card, deswegen nennt man sie die Grünen. Also die sehen jetzt einen Yankee auf sie zukommen. Aber was war ein Yankee? Er hat Cowboy-Stiefel an, so einen Cowboy-Hut, schlendert er so auf sie zu, glatt rasiert. Und dann sagt er, Derl, Bärl, Schmerl, ihr seid's? Und die sagen, ja, Jankel, du bist's. Bin ich Jankel? Ich bin Jack. Das ist Amerika. Jack. Und ihr seid auch nicht mehr Derl, Bärl und Schmerl. Und als erstes rasiert ihr euch diese lächerlichen Bärte ab und wir schneiden die Schläfenlocken ab und wir tauschen jetzt hier die Kleidung und ihr läuft rum wie ich, wie ein Yankee. Derl, Bärl, Schmerl, was sind das für Namen? Wir brauchen amerikanische Namen. Derl, Bärl, Schmerl und gucken, sagen, wie sollen wir denn heißen? Derl, du wirst heißen Doc. Bärl, du wirst heißen Bock. Schmerl, oi, ich fuhr zurück, Kapoil. Müssen wir den Witz erklären? Oder geht's schon, ja? Denken Sie an den Witz mit den zwei Eiern. Oder mit dem einen Ei. Okay, hier haben wir drei Schmöcke. Also, und es gibt auch sehr viele religiöse Witze auch. Wir haben ja gesehen, man macht sich lustig über Beschneidung. Man macht sich lustig auch über, bei den ganz Frommen macht man sich lustig über die anderen, die weniger fromm sind. Man macht sich auch lustig über althergebrachte Traditionen wie, dass die jungen Leute sich ihren eigenen Partner nicht alleine aussuchen können, sondern die Eltern machen das. Und ich weiß nicht, also mir hat mein Kollege, der Herr Raskin aus Frankfurt erzählt, sei sehr vorsichtig, wenn du den Witz erzählst und sag, den hast du von mir, falls es Ärger gibt mit Feministinnen. Weil da soll also jetzt ein junger Mann, soll also eine Frau heiraten, dann heißt es hier, das ist deine zukünftige Braut. Und da sagt er, ja, aber wie sieht die denn aus? Dann heißt es, sei froh, dass sie taub ist und dich nicht hört. So schlimm ist er nicht, ja, okay. Oder? Nein, aber ja. Da gibt es ja auch noch den, weil du ja gesagt hast, die Religiösen. Ja. Sie wissen, dass man am Schabbat nicht arbeiten soll. Und eigentlich, man soll auch kein Geld anfassen und solche Geschichten. Und da gibt es einen Religiösen, der sucht für seine Tochter. Für die einzige Tochter, du musst den Witz schon richtig erzählen. Willst du ihn erzählen? Erzähl für du, ich korrigiere dich. Ich bin hier der Jude. Für die einzige Tochter ja sucht er einen Ehemann. Jetzt ja bin ich gespannt, ob du das Ende genauso kennst wie ich. Das werden wir sehen, ja.
Und er lässt sich die Männer bringen und der Erste kommt da rein. Und die Kandidaten. Und er stellt ihnen die Frage, sag, stell dir vor, es ist Schabbat, der heilige Schabbat. Du kommst aus der Synagoge und du findest auf dem Boden einen Scheck mit 100.000 Dollar. Was tust du? Nun guckt er hin, sagt er, es ist Schabbat, am Schabbat sieht man nicht kein Geld, ich gehe weiter, ich sehe das gar nicht. Na, sagt er, der Nächste bitte. Ruft er den Nächsten herein, der Nächste kommt, sagt, stellt ihm die gleiche Frage, stell dir vor, am Schabbat, du findest einen Scheck mit 100.000 Dollar, was tust du? Sagt er, ich stelle darauf einen Fuß und warte bis Sonntag. Sagt er, nur nicht schlecht, wenigstens ein bisschen Sechel, ein bisschen was im Kopf. Sagt er, ruft er den Dritten und fragt er, stell dir vor, der Schabbat, der heilige Schabbat, und du läufst und du findest einen Scheck mit 100.000 Dollar, was tust du? Man guckt dahin, sagt er, wenn ich finde einen Scheck mit 100.000 Dollar, pfeife ich auf sie mit der Tochter zusammen. Und auf Schabbos. Und auf Schabbos. Und dann gibt es auch, was Schabbat betrifft, viele, viele Witze. Da unterhalten sich einige aus dem Städtel über ihre jeweiligen Wunderrabbiner. Und der Erste meint, wir haben einen Wunderrabbiner. Stell dir mal vor, wir waren unterwegs am Freitag kurz vor Schabbat. Und wir waren unterwegs mit dem Pferdewagen, mit der Pferdekutsche. Und auf einmal fängt es furchtbar an zu regnen und die Pferdekutsche ist irgendwie versinkt im Schlamm und der Schabbat naht und was sollen wir denn machen? Und wenn das wirklich fromme Leute sind, dann müssen sie die Kutsche anhalten und dort Schabbat verbringen. Ja, also es droht ihnen etwas und es gießt und gießt. Was tut der Rabbiner unserer? Der steht auf, breitet die Hände aus, betet zum Himmel. Links war Regen, rechts war Regen und in der Mitte fuhr unsere Kutsche. Meint der andere, naja, euer Rabbiner in Ehren, aber unserer ist ein bisschen moderner. Wir waren mit der Eisenbahn unterwegs und genau das Gleiche. Es kam auf einmal von oben irgendwie, das Ganze ist in der Schweiz. Das Ganze passierte da irgendwie, da kam eine Lawine runter. Und dann, auch kurz vor Schabbat, unser Rebbe steht auf. Links ist Schnee, rechts ist Schnee, in der Mitte waren die Gleise frei und wir konnten nach Hause fahren, Schabbat. Dritte meint, das ist gar nichts. Gar nichts. Wir waren mit einem Flieger unterwegs und es war auch ähnlich. Und der Kapitän, der Pilot, der hat gesagt, also wir schaffen das nicht vor Ende von Schabbat. Da steht unser Rabbiner auf, geht in den Cockpit, breitet da die Arme aus. Rechts ist Sturm, links ist Sturm und in der Mitte flogen wir und kamen rechtzeitig vor Schabbat an. Sagt der Letzte dann, oh, dann bin ich auch ein Wunderrabbiner. Ich war auch neulich unterwegs. Und wisst ihr was? Links war Schabbos, rechts war Schabbos und in der Mitte bin ich trotzdem gefahren. Den Witz erzählte mir mein Großvater, als wir im Talmud gelernt haben. Ich habe mit meinem Großvater schon Talmud zusammen gelernt. Und zwar über die Schabbatgesetze. Die sind sehr, sehr interessant. Vor allem unmöglich. Ja? Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie war das denn eigentlich für die Kaufleute, die unterwegs waren? Und da hängt ja auch die Parnosse davon ab, also die Existenz. Ja? Weil es heißt immer wieder, ja, wenn Lebensgefahr ist oder wenn Existenz abhängt und so weiter, da kann man das und das machen. Man lernt also auch um die Ecke denken. Und dann hat er mir etwas erzählt, was ich für einen Witz gehalten habe. Aber mein Vater kam dann rein und hat es dann bestätigt. Und zwar, es gab in den jüdischen Kutschen im 18. Jahrhundert, wenn man losgefahren ist am Freitag und man wollte irgendwo eine ferne Stadt erreichen und dazu brauchte man mehr als 24 Stunden, da gab es unter den Sitzen immer ein Wasserbassin. Warum? Weil es geheißen hat, das ist jetzt eine Seereise. Dann habe ich meinen Großvater gefragt, ja, und da sagt er, hier, guck mal hier, das musst du so auslegen, sage ich. Ja, aber das kann ich nicht so auslegen. Da sagt er, ja, siehst du hast noch nicht den Humor dafür. Ja? Auch das ist Talmud, ja, bitte, okay. Da haben wir also auch viele praktische Sachen auch, weil sonst kann man es einfach nicht aushalten. Wir haben auch die Vorstellung im Judentum, übrigens auch im Christentum, hier sind auch einige Theologen im Saal, die können wir gerne auch widersprechen. Wir denken, wir leben in einem Bund mit unserem Schöpfer. Aber das Interessante ist, unser Bund ist ein bisschen anders.
Frei nach Mark Twain, der gesagt hat, Engländer und Amerikaner werden durch eine gemeinsame Sprache getrennt, sage ich, Juden und Christen werden durch eine gemeinsame Bibel getrennt. Da ist eine Menge Humor drin in dieser Bibel. Und deswegen legen wir dann auch hier und da einige Sachen anders aus, eben auch mit viel Humor. Und deswegen nenne ich mal auch ein Beispiel, und zwar die Mesusse, die man an jeder Tür findet in einem jüdischen Haus. Warum ist die schief? Und das ist wirklich, das geht zurück auf folgenden talmudischen Diskurs. Es steht auch in einer christlichen Bibel im Buch Deuteronomium, das sind die Worte, die ich dir heute auftrage, schreibe sie an Tür und Tor. Ne? Fängt an mit, du sollst deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was du vermagst und so weiter und so weiter. Und am Ende heißt es und schreib es an Tür und Tor. Ja, das tun wir im jüdischen Diskurs. Es steht auch in einer christlichen Bibel im Buch Deuteronomium, das sind die Worte, die ich dir heute auftrage, schreibe sie an Tür und Tor. Ne, fängt an mit, du sollst deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was du vermagst und so weiter und so weiter. Und am Ende heißt es und schreibst an Tür und Tor. Ja, das tun wir dann auch. Das heißt also, es wird auf einem kleinen Pergamentröllchen zusammengerollt, geschrieben, dieser Absatz, kommt in eine schöne Kapsel, kommt dann an die Tür. Und dann gibt es unterschiedliche Fraktionen, die jetzt debattieren. Die einen sagen, wir müssen es so machen, die anderen sagen, wir müssen es so machen. Am Ende machen sie einen Kompromiss, schief. Mein Bruder hat mir mal erklärt, da waren wir gerade mit Freunden in einer Kirche und ich gucke nach vorne, zum ersten Mal im Leben sehe ich ein Kreuz. Da sage ich, was ist das? Dann sagt er, das ist die Mesusse von den Goyim. Und dann sage ich, wieso hängt die da? Wieso ist da einer drauf und der ist auch noch tot oder der leidet ja? Da meint er, ja, aber die Goyim brauchen das und außerdem, es hat rechte Winkel. Das war das erste Mal im Leben, dass ich etwas von rechtem Winkel gehört habe. Nämlich, was ist ein rechter Winkel? Sagt er, ja, du siehst, es ist gerade. Aha. Und auf dem Weg nach Hause kommen wir an der Mesusse vorbei und dann sagt er, siehst du, das ist der Unterschied. Unser Gott ist schief. Also ich habe von meinem großen Bruder auf diese Art und Weise etwas gelernt. Unser Gott ist schief. Muss er auch sein. Guck uns an. Wir leben in einem Bund mit Gott. Und auch die Christen sagen, wir leben in einem Bund mit Gott. Und deswegen sind wir auch auf Augenhöhe, weil ich glaube, Gott braucht auch eine Menge Humors mit uns auszuhalten. Da brauchen wir eine Menge Humors mit ihm auszuhalten. Und wenn wir Witze über Gott machen, dann sind sie durchaus statthaft. Und vielleicht lacht Gott auch mit. Möglich. Ich glaube, er hätte auch große Freude daran, wenn er uns heute Abend sehen möchte. Und an dieser Stelle glaube ich, Oliver, wir sehen hier das Publikum. Vielleicht jetzt für das Publikum einen kurzen Applaus von uns beiden. Für euch alle. Und ein kurzer Hinweis, weil so viele Leute da sind. Ich bin auch Krankenhausseelsorger, es tut mir leid. Einige sitzen da mit Maske, das finde ich toll. Und ich sehe hier auch, ist eine Nachbarin von mir, sie ist sehr krank. Und aus Respekt vor ihr würde ich vorschlagen, dass man vielleicht das Fenster irgendwo ein bisschen kippt oder öffnet, um hier für etwas Luftaustausch zu sorgen. Weil Humor ist wichtig, ist lebenswichtig. Aber in dieser Zeit ist auch etwas Luft wichtig. Und vielen Dank, wenn es Ihnen kalt wird, sagen Sie Bescheid. Ich hoffe, lieber kalt als krank. Und ja, dann an der Stelle können wir uns dann wieder dem Humor widmen. Ich habe auch festgestellt, wir haben im Judentum eine Institution, die nennt sich die Schive. Schive sitzen, 7 Tage Trauer. Und ich habe festgestellt, auf einer Trauersitzung entlädt sich oft auch die Spannung, die man da hat nach einem Trauerfall, in Lachen. Das ist auch, Lachen ist gesund und deswegen wünsche ich alle, die hier im Raum krank sind, einige kenne ich, ich weiß, wie krank sie sind, ich hoffe, die Witze tun euch gut und die frische Luft jetzt auch und alle hier im Raum ebenfalls. Und deswegen vielleicht von Ihnen jetzt auch einen kurzen Applaus für alle, die hierher gekommen sind, um die Medizin des Humors auch abzuholen. Bitte sehr. Sollen wir da hingehen? Gut. Nein, schon gut. Ja. Alles gut. Ja. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ob es Dinge gibt, die wir nicht ansprechen könnten. Mhm. Aber wir sind eigentlich dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, nein, es gibt eigentlich nichts. Du hast ja schon angefangen mit dem Schmuck und den Schmücken. Und von daher, es gibt ja auch, oder um mal vielleicht auch da zu bleiben, du kennst vielleicht den Witz, wie der
sein Popsänger. Ja. Und er will für seinen Auftritt, will er haben eine neue Hose. Er geht zum Schneider, er sagt, ich habe da ganz spezielle Vorstellungen. Das muss sein, ganz, muss eine enge Hose sein und du musst mir das ja wirklich eng machen. Okay, der Schneider nimmt die Maße, er versteht, kommt wieder nach einer Woche, sagt, das ist immer noch, nein, das ist immer noch zu weit, das muss noch enger sein. Nach einer Woche kommt er wieder, sagt, nein, weißt du, damit du verstehst, das muss so eng sein, dass man mein Geschlecht sehen kann. Dann sagt der Schneider, wenn ich es noch enger mache, wird man auch deine Religion erkennen. Ja, mir fällt gerade ein, mein erster öffentlicher Vortrag war über den Humor. Und zwar, ich war Religionslehrer in Wiesbaden und dort war ein sehr netter Kantor. Vielleicht kann sein Vater sich an den Kantor Zucker erinnern. Ja. Ich kann mich an Du den kannst Kantor dich an Zucker erinnern? Kantor ein Zucker schöner Mann. Bei meiner ja? Ja, hat die auf der Lage. Was war Kantor Zuckers Lieblingsbeschäftigung? Das darf ich hier nicht sagen. Das darfst du nicht sagen. Also er war aber immer gut gelaunt. Nicht? Also das kennen auch die Arbeitgeber, wenn es dann heißt, ja, der Mitarbeiter war immer gut gelaunt und sorgte für gute Laune. Das heißt also, der war vielleicht öfters mal ein bisschen blau. Also Kantor Zucker kam mal auf mich zu und ich weiß, er ist im Jenseits, aber er hat bestimmt nichts dagegen, kam auf mich zu und hat gemeint, kannst du mich verreden? Ich muss mich Wolle halten. Worüber denn? Ah, Viktor. Man sagte, Humor, das machst du schon. Er hatte mir gesagt, da gehst du hin, in Wiesbaden, die Rheinische Sommerakademie, die gibt's wirklich. In der ganz feinen Villa Clementine auf der Wilhelmsstraße und so, da bin ich da hingegangen. Feines Publikum war da. Und da gehe ich also da rein und dann soll ich also dort Witze erzählen. Und dann habe ich dann versucht, ich war damals noch Student, ich muss das Ganze ja auch irgendwie systematisieren und strukturieren und auch eine Gliederung machen und so weiter. Und dann habe ich also versucht, das irgendwie wissenschaftlich zu machen. Und dann kam ich auch auf unterschiedliche Witze für unterschiedliche Situationen, auch unterschiedliche Berufe und auch Länder. Und weil ich das Österreichische so mag, da habe ich auch folgenden Witz erzählt. Und zwar, da kommt ein jüdischer Kaufmann in Wien zum Hauptbahnhof und der will jetzt verreisen. Und der schiebt das Geld durch den Schlitz und guckt den Bahnbeamten an und sagt ihm, Klagenfurt Villach. Da schaut ihm der Beamte an und sagt, ja, du kennst den. Ja. Er guckt ihn an und sagt, wohin? Klagenfurt Villach. Klagenfurt Villach, aber das sind doch zwei verschiedene Richtungen, das verstehe ich nicht. Klagenfurt Villach. Villach über Klagenfurt? Klagenfurt über Villach? Das ergibt doch keinen Sinn. Klagenfurt Villach. Können Sie mir das erklären? Villach, 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 Villach. Villach, Klagenfurt, Villach, Klagenfurt, Klagenfurt, Villach. Aber es gibt noch einen Witz zu dem Witz. Es war ungefähr ein Publikum wie hier. Ja. Und dann stand hinten einer auf und meint, Herr Steinmann, ich habe eine Frage. Und in dem Moment wollte ich mir gerade was zu trinken holen, was zu trinken nehmen. Stand er auf und sagte, bitteschön, wo wollte er denn wirklich hin? Ist wirklich passiert. Das ist etliche Jahre her. Ich sehe, das Publikum hat sich weiterentwickelt. Aber wir haben uns auch vorhin unterhalten über den Scheck. Ja, also wenn ich ja Scheck sehe für 100.000 Dollar, da sehe ich nicht dich, da sehe ich nicht deine Tochter, da sehe ich nicht Schabbes, da sehe ich den Scheck. Übrigens, er hat die Tochter dann gekriegt, weil er kann eine Familie ernähren. Ja? Also das ist, du hast gesagt, ich will mal sehen, ob du denselben Schluss hast. Also den Schluss habe ich jetzt gebracht. Aber das ist nur eine kleine anekdotische Bemerkung dazu. Was den Scheck betrifft, erinnert mich das an einen Witz, an jemanden, der mich auch mit deinem Vater verbindet. Und ich sage das auch mit Wehmut an Ignaz Bubis, seligen Andenkens. Ignaz Bubis beherrschte die Kunst, auch während schwieriger Verhandlungen, immer dann einen Witz zu erzählen, wo er angebracht war. Und dann wurde die Spannung gelöst und hinterher war das, die Älteren von uns werden sich noch erinnern an das HB-Männchen. Ja, danach geht alles wie von selbst. Ja, ein guter Witz.
So kann ich mich erinnern, da gab es einmal in Frankfurt eine offene Gemeinderatssitzung und da platzte plötzlich einer ein, rein von der Zeitung und hat gesagt, ja, ich bringe jetzt hier eine Spende mit. Eine Spende von unseren Lesern, die haben gelesen, es gibt jüdische Flüchtlinge, das war jetzt auch vor 30 Jahren, da kamen die alle aus der früheren Sowjetunion. Und das möchte ich jetzt hier überreichen. Ihr kennt das da kommt er rein mit so einem riesen Teil da irgendwie. Ich habe mich immer gewundert, geht man damit wirklich dann zur Bank oder was? Und dann hat er sich da hingestellt, da waren Fotografen und so weiter. Jetzt waren wir alle da gespannt, was der Bubis dazu für eine Dankesrede halten würde. Und er hat einen Rothschild-Witz erzählt. Ein Rothschild-Witz. Und der ging so. Übrigens, der war auch gut angebracht. Hat die Zeitung dann später auch gebracht. Und die Leserbriefe waren dann, haben wir nicht kapiert. Aber egal, der Witz geht so. Da kommt ein Schnorrer, den kennst du auch. Ein Schnorrer kommt zu Baron Rothschild und sagt zum Baron Rothschild, ja, können Sie mir helfen? Und dann sagt der Baron, ja, und er gibt ihm so ein paar Münzen, dann guckt er an, sagt der Herr Baron, ist doch ein Almosen, ne? Du bist doch der Rothschild. Der Rothschild meint, gut, okay, nimmt er die Münzen zurück, gibt ihm eine Banknote, sagt, Herr Rothschild, ist doch gar nicht. Der Rothschild meint, gut, okay, hier hast du einen Scheck, da hast du einen Scheck, 1 Million, da, bitteschön. Oh, danke, sagt er, dreht sich um, geht raus, kurz vor der Tür dreht er sich um, sagt er, Herr Baron, der Scheck ist nicht unterschrieben. Da sagt der Baron, ja, ich pflege anonym zu geben. Und ein ähnlicher, über Baron Rothschild gab es so viele Witze, ein ähnlicher, da kommt ein Schnorrer zu Rothschild und sagt, ich bin gar kein Schnorrer, ich bin Geschäftsmann, ich will einen Kredit, ein Darlehen. Und dann meint der Rothschild, oh, Initiative, Existenzgründung, toll, das ist wunderbar. Vielleicht werden Sie eines Tages auch ein großer Geschäftsmann, ein großer Kaufmann. Kommen Sie rein, hier gehen wir ins Kontor und dann verhandeln wir. Und dann verhandeln Sie über einen Betrag und so weiter und da und da und dann alles klar. Und dann meint der Rothschild, jetzt fehlt nur noch das Fälligkeitsdatum. Da guckt ihn der Schnorrer an und sagt, Herr Baron, sagen Sie mir nur, wann Sie das Geld wieder brauchen. Ein Schnorrer kommt zu Rothschild und sagt, ich habe Hunger. Dann sagt der Rothschild, du hast Hunger, oh, und ich habe Mitleid mit dir, es ist jetzt auch bald Mittag. Hier, geh was Gutes essen. Naja, dann geht er raus, Rothschild geht dann auch essen, Rothschild geht in ein feines Lokal. Und wer sitzt dort? Der Schnorrer. Isst Lachs und Kaviar. Der Rothschild guckt ihn an, hat gemeint, ich habe gedacht, du bist ein armer Mensch, der Hunger hat und jetzt sitzt du hier in diesem feinen Lokal und du isst Lachs und Kaviar. Da sagt er dann, völlig indigniert, der Schnorrer sagt, Herr Baron, muss ich was erklären. Habe ich kein Geld, kann ich nicht essen Lachs und Kaviar. Habe ich endlich Geld, darf ich nicht essen Lachs und Kaviar. Herr Baron, frage ich bei Ihnen, wann soll ich endlich essen Lachs und Kaviar? Oder Rothschilds haben nicht nur gut gelebt, sondern die haben auch wunderschöne alte Gräber in Frankfurt bis heute zu bestaunen auf dem alten jüdischen Friedhof. Und da kommen zwei arme Juden aus Hanau nach Frankfurt. Und sie schauen sich diese Gräber an und der eine meint zum anderen, guck mal, wie gut die hier leben. Nichts gegen die jüdische Gemeinde Hanau, die hätten genauso gut auch aus Offenbach sein können, Herr Theine. Das heißt also, die Frankfurter Juden hatten in der jüdischen Welt früher einen sehr, sehr guten Ruf, eben wegen dieses Baron Rothschilds. Und für ihn gibt es Witze ohne Ende. Vielleicht auch, weil man sich dabei etwas abschauen will. Da ist man stolz, da kann es heißen, guck mal, der ist auch Jude. Und das ist ein beliebtes Spiel unter Juden. Ja, weil da heißt es immer wieder, guck mal an, der Einstein, Jude. Ja, das sagen aber auch immer die schlechten Schüler, weil ja, in der Schule war er schlecht in Physik. Ja. Aber er war auch Jude. Und dieser Einstein hat auch gesagt, die reinste Form, das habe ich mir aufgeschrieben, die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu lassen und auf Verbesserung zu hoffen. Mein Großvater sagte, die anderen sagen, als letztes stirbt die Hoffnung. Mein Großvater hat dann aber auch gesagt, was für ihn als letztes stirbt, nämlich der Humor. Der hat gemeint, wir hatten keine Hoffnung, aber wir hatten noch Humor und wir sind noch da. Der Humor rettet uns, wie ich da zu Beginn gesagt habe. Der Humor ist auch eine Waffe,
gegen die Einsamkeit, gegen eine feindliche Umwelt oder auch als Therapie irgendwie doch weiterzumachen. Und ist Teil der Tradition geworden. Und heute Abend, die Witze, die wir hier erzählt haben, erzählen Sie sie bitte einfach weiter. Und wenn man darüber lacht, dann geben Sie bitte etwas Kommission an die jüdische Gemeinde in Offenbach. Hanau. Ah, Entschuldigung, in Offenbach auch, geht auch. Geht auch. Frankfurt haben wir nicht nötig, aber Hanau. Und mich interessiert etwas ganz brennend. Nämlich, ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht auch aus dem Publikum heraus einen Witz gehört habe, den ich besser erzählen kann. Ah, ist das der Deschan Weber? Nein. Nein, aber einer, der davor sitzt. Ja. Ach, jetzt nehmen Sie die Maske ab, jetzt sehe ich, Sie haben einen Bart. Herr Deschan Weber hat keinen Bart, aber hier oben sehen Sie ähnlich aus. Bitte, ja. Ja. Und von dem, der Stürmer und der Mosche. Und von dem Thema Boshaftigkeit kommen sie auf den bösen Felker. Und dann sitzen sie da und grauen sich so in die Stirn und sagt der Mosche zum Stürmer, die Christen Ganoven sind der Engländer. Ja, warum sind der Engländer die Christen Ganoven? Ja, wenn es uns schon geben, ein Land, das ihnen nicht gehört, warum geben sie uns nicht die Schweiz? Ja, dazu gibt es auch sehr gut. Und der jüdische Witz, den ich dazu auch, der hat einen langen Bart. Und der geht zurück bis auf Moses. Moses, wie wir wissen, oder wie wir vielleicht aus dem Religionsunterricht wissen sollten, Moses war ein Behinderter. Er war sprachbehindert. Er hat gestottert. Und Gott fragt ihn dann, wo willst du denn hin? Und dann fängt Moses an zu stottern nach er wollte sagen nach Kalifornien. Sie verstehen schon, ja? Es sitzt ein Stotterer beim Arzt und bei ihm im Wartezimmer ist noch jemand und die kommen ins Gespräch und der Stotterer meint, der Grund, weswegen ich hier bin, also der andere hat Probleme urologischer Art. Weshalb ich, du kennst den, ja? Weswegen ich hier sitze, ist klar, aber was fehlt dir denn? Da meint er ganz einfach, ich pisch so, wie du redest. Also Sie sehen, ein Witz führt zum nächsten. Wir Rabbiner sagen, eine Mitzwe führt zur nächsten. Und am besten ist die Verbindung von beiden. Und vielleicht hier auch an das Publikum. Danke übrigens für diesen Witz. Mit den Engländern, das sind die größten Ganoven. Und der Witz kommt tatsächlich nicht nur auf Moses, sondern im Talmud gibt es auch tatsächlich eine Stelle, wo es dann heißt, ja, wieso haben wir Juden, die 10 Gebote bekommen auf 2 Tafeln? Und im Talmud heißt es, erst wurden alle anderen gefragt. Und Gott hat, dann teilt sich die Geschichte und da gibt es 2 Versionen. Und Gott verliert jetzt die Geduld, auch Gott geht mal die Geduld aus, reißt der Geduldsfaden und er hängt den Berg Sinai an einem Faden auf und sagt, wenn ihr dieses Gesetz nicht annimmt, dann lasse ich den ganzen Berg auf euch runterkrachen. Und dann haben die dann eben gesagt, okay, wir nehmen. Also, aber dazu der talmudische Witz. Der talmudische Witz, der ist zwischen den Zeilen zu finden. So liest man Tora, so liest man Talmud. Was steht im Text, was steht nicht im Text, wieso steht es so und nicht anders und was will der Text uns sagen, was will der Text uns verbergen? Und der wird hier Folgendes verborgen. Nämlich, die Juden sagen dann, und der Witz, da macht man sich über den Antisemitismus lustig, indem man den Antisemitismus annimmt für einen kurzen Moment im Witz, um ihn dann beim Lachen wieder loszuwerden. Gott fragt also die anderen Völker, wollt ihr Gesetzestafel? Und die anderen lehnen alle ab. Und dann bleiben nur noch die Juden übrig. Und die Juden haben eine Gegenfrage. Was kosten die? Und dann sagt Gott, die sind umsonst. Na gut, dann nehmen wir 2. Ja. Du, endlich sind wir da, wo wir hin wollten. Nee, noch lange nicht. Sind zwei Juden, die laufen auf der Straße und sie kommen an einer Kirche vorbei. Ah. Du kennst ihn schon. Na klar. Sie kommen an einer Kirche vorbei und da steht ein großes Schild.
kommen Sie rein, hier, Sie können getauft werden. 100 Mark gibt es dafür. Vorsicht, hier sitzt der Shang Weber. Ja, bringe nicht auf Gedanken. Das ist in Ordnung. Okay. Gerade das ist in Ordnung. Ja. Und noch ein Pfarrer, glaube ich. Ja, eben, ja, ja. 100 Mark die Taufe. So, Sie stehen und überlegen und sagen, weißt du, einer geht rein, der wird sich taufen lassen. Wenn du rauskommst, teilen wir das Geld. Okay. Er geht rein und nach einer Stunde kommt er wieder raus. Da sagt der eine zum anderen, wie war's? Sagt er, war okay. Sagt er, wo ist das Geld? Sagt er, typisch die Juden, immer geht's ums Geld. Es gibt dazu eine Variante. Eine Variante. In Amerika während der... Sie dürfen ruhig lachen übrigens. Ja, ja, Sie okay dürfen lachen. Ja, 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 natürlich. Das ist okay. Ist okay, ist völlig in Ordnung. Kostet nichts. In Amerika während der Rezession der 30er Jahre, the Great Depression, nicht? Also danach gab es ein New Deal, ne? Big Deal. Und gab es auch arbeitslose Juden und dann haben die solche Sachen gesehen, tatsächlich. Es gab Bargeld für Leute, die in Kirchen reingegangen sind und sich haben taufen lassen, das gab es wirklich. Und in einem anderen Witz passiert Folgendes, da sind wieder die zwei unterwegs. Und das sind zwei arbeitslose Versicherungsmakler. Und der eine geht rein, da kommt dann wieder raus. Und der andere sagt, no, wollen wir jetzt teilen? Sagt er, nicht nötig, ich habe Ihnen eine Versicherung verkauft. Das ist die Variante dazu. Aber vorhin habe ich auch erzählt, Gott fragt, wollt ihr die Gebotstafeln haben? Und die Juden antworten mit einer Gegenfrage. Das ist auch ein Witz. Warum antworten Juden eine Frage sehr oft mit einer Gegenfrage? Warum nicht? Sie gehen schon unter auf der Titanic. Zwei Freunde, zwei jüdische Reeder. Es gab jüdische Reeder. Ja, der Balin war einer der berühmten. Ein Freund von Wilhelm II. Nicht? Also, und die haben sich jetzt geleistet, die Überfahrt auf der Titanic. Und große Panik auf der Titanic. Und der eine sitzt da und liest ganz seelenruhig die Financial Times. Und der andere sagt, hier, schnell, hier, du, das Schiff geht doch runter. Da meint er, guckt er ihn gelangweilt an und sagt, no, es ist mein Schiff. Weil du Titanic sagst, sitzen zwei und sie trinken ein bisschen. Und sie trinken immer mehr, trinken immer mehr. Der eine ist ein Japaner, der andere ist ein Jude. Er lachte schon. Der eine ist ein Japaner, der andere ist ein Jude. Nein, er ist ein Chinese. Mach den Witz nicht Moment. Kaputt. Entschuldigung. Ich sehe, Sie kennen den Witz. Da erzähl ich erzähl ihn trotzdem. Ja. So, da sitzen der Chinese und der Jude sitzen zusammen. In Amerika. Sitzen zusammen und sie trinken und sie trinken und plötzlich steht der Jude auf und haut ihm eine runter. Dem Chinesen. Ja, wem sonst? Nein, mach es den gibt Witz doch keinen Japaner. Mach den Witz nicht kaputt. Ist ein Chinese. Da schaut er ihn an und sagt, bist du mir schuldig, was haust du mir eine runter? Sagt er, wegen Pearl Harbor. Sagt er, was Pearl Harbor? Das war doch nicht mit uns, hat doch nichts zu tun gehabt. Das war noch Japaner, Chinesen, das ist alles egal, alles das Gleiche, ist egal. Okay, sie trinken weiter, sind sowieso schon schicker, sind sowieso schon betrunken. Dann steht plötzlich der Chinese auf und haut dem Juden eine runter. Sagt er, wofür ist das? Sagt er, das ist für die Titanic. Sagt er, was ist Titanic? Die Titanic untergegangen ist, das war doch ein Eisberg. Nur Eisberg, Rosenberg, Goldberg, alles das Gleiche. Bleiben wir bei der Titanic. Da sind zwei Schiffbrüchige, zwei Juden. Und das sind die einzigen Überlebenden. Alle anderen sind untergegangen und die werden jetzt gerettet auf ihrer Insel. Und dann fragt man die beiden, wie habt ihr das geschafft? Da haben die gemeint, naja, wir haben uns miteinander unterhalten und irgendwann einmal waren wir hier auf der Insel. Ja, ja, wieso denn? Da hat es geheißen, ja, schau mal, wie unterhält man sich denn? Eben, also das ist gut. Das war ein schlechter Witz, Sie brauchen nicht lachen. Sie haben sich mit den Händen unterhalten. Man sagt uns Juden nach, wir reden immer so, oder? Also, da macht man sich auch lustig über die Antisemiten dann auch, die dann sagen, die Juden tragen ihre Ringe mit einem Stein nach innen. Und da geht dann ein Jude zu so einem Goy, ne? Das ist also ein Nicht-Jude, und sagt, natürlich, wie rede ich denn, so oder so? Ja.
Also man muss sozusagen ein bisschen wie bei den asiatischen Kampfsportarten die Kraft des anderen ausnutzen, um ihn dann auch lächerlich zu machen. Und das funktioniert meistens. Es kann aber auch daneben gehen. Aber vielleicht nochmal, um beim Schiff zu bleiben, ja, weil das auch so eine gewisse Ironie natürlich ist. Es ist nicht Titanic, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Es ist eine Schiffsfahrt und es steht, der Himmel zieht sich schon zusammen und das Meer wird ganz unruhig und das Schiff fängt schon an zu... Da steht ein Jude an der Reling und er betet, er sagt, Rybäunische Leulem, Gott, bitte, wenn du uns hilfst, dass dieses Schiff nicht untergeht, ich werde spenden... Eine Altardecke, eine Decke für die Bima, du hast sowas noch nicht gesehen. Es passiert gar nichts, es wird noch schlimmer. Er sagt wieder, nur, ich werde, mit Gold werde ich das besticken lassen. So eine tolle Decke werde ich dir machen. Es wird noch schlimmer. Irgendwann kommt eine Hand, die ihm auf die Schulter klopft. Das ist ein Pfarrer, der hinter ihm steht. Dann guckt er und sagt, Sie beten den falschen Gott an. Also Sie müssen den christlichen Gott anbeten. Nur dem Juden ist schon alles egal, die Hauptsache er geht, das Schiff geht nicht unter. Er sagt, lieber christlicher Gott im Himmel, ich werde spenden die schönste Altardecke, die du dir vorstellen kannst. Er hat noch nicht ausgesprochen, es wird wunderschön, das Meer wird ruhig, das Schiff fährt weiter. Da sagt der Pfarrer zu ihm, nur, ich habe Ihnen gesagt, Sie beten den falschen Gott an, unserer ist mächtiger. Da schaut der Juden an und sagt, nur mächtiger vielleicht, aber gescheiter ist doch unserer. Er hat doch gewusst, er kriegt von mir keine Altardecke. Es sind wieder mehrere Juden auf einer einsamen Insel, schiffbrüchig, und die meinen, uiui, jetzt wird man uns nicht finden. Dann meldet sich einer und sagt, kein Problem, ich habe neulich dem jüdischen Nationalfonds gesagt, ich werde was spenden. Die finden mich hier bestimmt, um einen Baum irgendwo zu pflanzen in Israel. Das mit den Bäumen ist übrigens eine ganz interessante Sache, weil Israel ist eine der wenigen Länder übrigens, wo die Baumbilanz positiv ist. Das heißt, sie hatten am Ende des Jahrhunderts, des letzten, mehr Bäume als am Anfang des Jahrhunderts, weil eben viele Bäume da gepflanzt worden sind. Und in der Tat, wenn man die Bibel schön liest, dann sieht man, das war mal ein sehr, sehr fruchtbares Land. Und während der osmanischen Zeit gab es ein Gesetz, dass reiche Leute eben eine Reichensteuer zu bezahlen hatten. Und bei den Osmanen hat es geheißen, reiche Leute sind die mit den Bäumen. Also haben die Leute alle ihre Bäume abgepflanzt. Das ist kein Witz. Und als ich in Israel studiert habe, habe ich auch ein bisschen was dazu verdient. Mein Stipendium war sehr, sehr schmal. Und dann fuhr ich da mit verschiedenen Leuten durchs Land. Und da hat es geheißen, diese Bäume hier, die sind schon uralt. Und da gab es auch christliche Pilger, die gemeint haben, ja, hat sie vielleicht Jesus schon gesehen? Da habe ich mir gedacht, naja, sag einfach ja. Und dann haben sie dann angefangen, an diesen Bäumen zu beten. Und hinterher haben sie gemeint, nee, der Baum kann ja nur 400 Jahre alt sein, steht hier in meinem Reiseführer. Sag ich, ja, das ist ein christlicher Reiseführer. Irgendwie muss man doch die Leute bei Laune halten. Und übrigens auch eine wahre Geschichte. Es gab in der Stadt Nazareth eine Käserei, die gibt es nicht mehr. Und das waren amerikanische Juden mit etwas Humor. Und die nannten diese Käserei Jesus of Nazareth. Eine deutsche Pilgergruppe, die ich hatte, fand das echt toll. Die kamen aus dem Rheinland. Und haben das auch anderen Leuten empfohlen. Und dann habe ich irgendwann einmal eine Reisegruppe gehabt von Leuten aus der früheren DDR. Und die hatten überhaupt keinen Humor und haben geklagt. Und die Käserei gibt es nicht mehr. Eine wahre Geschichte. Also das ist, die einen haben ein bisschen, die anderen haben, also ich habe einen Freund in Berlin, das ist der Rabbiner Rothschild. Und Rabbiner Rothschild sagt immer, wir Juden sind keine Missionare. Aber was den Humor betrifft, dürfen wir bei Preußen durchaus missionieren, wenn sie diese Entwicklungshilfe annehmen wollen. Ja, also heute Abend haben wir hier ein bisschen Entwicklungshilfe gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Preußen hier im Publikum sind, aber Preußen haben auch Humor. Müssen sie auch haben, sonst würden sie sich selbst auch nicht ertragen können. Sie geben es nur nicht zu.
Und ich sehe, du suchst mal langsam auch wieder das Mikrofon. Du willst was sagen, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen. Ich wollte einfach nur die Leute daran teilhaben lassen, wie unsere Telefonate eigentlich immer aussehen. Oh. Weil das ist eigentlich und vor allem, wie sie sich anhören. Ja, weil das ist eigentlich ein 1:1 Telefonat, was wir führen. Ja. Ich weiß auch immer nicht, was ernst ist bei ihm und was nicht, was wahre Geschichten sind und was nicht. Aber das ist ja auch mal ganz schön, nur bis wir dann zu dem Thema kommen, was wir eigentlich sprechen wollen, vergeht dann immer eine Stunde. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum ich hier oben sitze. Weil die Stunde ist schon vergangen. Aber na, die Stunde ist vergangen, aber ein paar Minuten haben wir. Haben wir noch. Und dann kann ich dir auch sagen, nicht nur mit dir verfahre ich so, sondern ich habe leider auch öfters mal mit dem Friedhof zu tun. Und mit dem Friedhofsverwalter, mit dem jüdischen Friedhofsverwalter in Frankfurt. Und wir haben einen Brauch. Wir besprechen den Ablauf der Beerdigung und so weiter. Und am Ende erzählen wir uns auch immer einen Witz. Und einmal um den 9. November herum, letzte Woche war ja der 9. November, da habe ich zu ihm gesagt, wir machen ein Riesenschild bei dir vor dem jüdischen Friedhof. Mit Juden machen wir keine Geschäfte. Wollen wir nicht. Und dann sagt er, ja, aber um mich kommt keiner herum, leider. Und dann sollen sie wenigstens auch wissen, dass wir das in einer Art und Weise machen, die menschlich ist und dass dazu auch etwas Humor zählt. Und die dürfen dann auch in der Trauerwoche lachen. Und das tut ja auch gut. Sie dürfen auch lachen, auch wenn es ab und zu mal traurig geworden ist oder noch trauriger wird. Weil irgendwann mal, glaube ich, sollte auch ein Schlusswort gesprochen werden. Und bei Dieter Hallervorden früher hat es geheißen, statt eines langen Abspanns lieber ein gespielter Witz oder ein erzählter Witz. Und ich bin einfach gespannt, was wir da aus dem Publikum heraushören, wenn du damit einverstanden bist. Sie dürfen einen Witz erzählen. Es ist auch egal, ob sie beschnitten sind oder nicht. Die Hälfte aller Juden übrigens ist nicht beschnitten. Ja, das sind die Frauen. Und die dürfen auch was erzählen. Ist ja klar. Nicht? Also keine Sorge, wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar Frauen oder ein paar Witze? Ein paar Witze. Und Frauen haben wir auch. Aber Frauen haben wir auch, ja. Schön, aber apropos, wir haben das schon gerade, weil du vorhin Fruchtbarkeit gesagt hast. Das sind zwei, die unterhalten sich und sie überlegen, so aus der traditionellen Sicht, ist Sexualität, ist das Arbeit oder ist das Vergnügen? Wegen Schabbat. Deswegen unterhalten sie sich. Und dann sagt der eine, weißt du, also ich habe mir das gut überlegt, ich glaube, bin sicher, das ist Vergnügen. Und er sagt, wie kommst du darauf? Er sagt, naja, wenn es Arbeit wäre, würde meine Frau es das Dienstmädchen machen lassen. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass das passiert ist. Ja, stimmt. Da fällt mir dazu auch ein Witz ein. Vielen Dank an Tibi Aldema. Der hat mir neulich folgenden Witz erzählt. Und zwar, der in England hört jetzt ein Jude, dass seine Frau ihn betrügt mit dem örtlichen Lord. Ja. Kennst du den? Ja. Ja? Also das heißt, die jüdische Frau schläft also mit dem englischen Lord. Man geht zum Lord und der Lord sagt, naja, das ist ja nur die Revanche, weil meine Frau mit Ihnen schläft. Da sind wir jetzt quitt. Da meint er, naja, nicht ganz. Ich habe dafür jetzt einen Juden und Sie haben dafür einen Goy. Dazu muss man wissen, ich habe das vielleicht vorausgesetzt, genau, ein Lord, nicht nur ein Goy, ein goyischer Lord, weil ich habe da etwas vorausgesetzt, hätte ich vielleicht sagen sollen, wir sagen ja immer, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Also hat der Lord ein jüdisches Kind und der Jude hat einen britischen Lord. Also du hast den Witz komplett kaputt gemacht. Ich habe den Witz, ja, man darf Witze auch, den Chinesen hast du aber auch kaputt gemacht. Ja, deswegen 1:1. Jetzt sind wir eins. Quitt. Oder betrügst du mich? Nein, oder das ist in Ordnung. Ja. Aber, apropos, ja. Da ist ein Mann vor Gericht und er ist angeklagt, weil er seine Frau umgebracht hat. Hm. Dann fragt der Richter den Mann, warum haben Sie Ihre Frau umgebracht? Dann sagt der Herr Richter, ich habe meine Frau umgebracht wegen Chuzpe. Der Richter. Das war nicht die Frau, du Wachsinn. Das waren seine Eltern. Nein, den gibt es in zwei Versionen. Ah, nein, okay. Moment, also, okay. Ich kann sie in beiden Versionen. Okay. Ich bin noch bei der also Frau. Erstmal seine Frau. So, okay. Moment. Ja. 17b. So, Moment. Ja.
Ja. Sie haben mal, der Richter versteht nicht, lässt sich das übersetzen und man übersetzt dem Herrn Richter, Chuzpe ist Frechheit. Sie haben also ihre Frau wegen Frechheit umgebracht. Da sagt der Jid, nein, Herr Richter, wegen Chuzpe. Ich verstehe nicht, ich habe mir das doch gerade übersetzen lassen. Können Sie mir das genauer erklären? Sagt er, ja, ich werde Ihnen das erklären. Herr Richter, ich komme nach Hause und ich finde meine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Das ist eine Frechheit. Aber mir zu sagen, ich soll stehen und zugucken, wie der andere es besser macht als ich, das ist eine Chuzpe. Und jetzt kannst du den... Ja, es gibt so viele jiddische Ausdrücke, die kann man nicht übersetzen. Chuzpe, er hat es ja gerade versucht zu erklären, um das zu ergänzen, ein weiterer Witz, um den Begriff Chuzpa oder auf Jiddisch Chuzpe zu erklären. Chuzpe ist, wenn man beide Eltern erschlägt und vor Gericht mildernde Umstände verlangt, weil man ja schließlich vollweise ist. Das ist Chuzpe. Es gibt noch ein paar andere Begriffe. Und zwar, es gibt ein religiöses Ritual vor den hohen Feiertagen mit, das ist Kaporot. Wirklich etwas ganz Interessantes. Kapures auf Jiddisch. Kapures, mein Vater hat mir erzählt, dass sein Großvater das noch gemacht hat. Und zwar, das ist eine ganz, das ist aus dem Mittelalter noch, die nehmen ein Huhn und vor den hohen Feiertagen, wo auch es um die Sünden geht, wo die Sünden vergeben werden sollen, ein Fasttag, Yom Kippur, und vor dem Fasten heißt es, soll man gut essen. Der Talmud sagt auch, wer vorher nicht gut gegessen hat, der gilt, als ob er nicht gefastet hätte. Also ist das Essen vorher wichtig und da soll man ein Huhn essen. Dann haben die dann gemeint im Mittelalter, dann verbinden wir das eine mit dem anderen. Wir können schon vorher unsere Sünden loswerden, schon beim Essen. Was haben die gemacht? Die haben dann gesagt, gut, dann essen wir ein Huhn. Und dann hat man ein Huhn geschlachtet. Oder nein, man, sogar noch lebend. Lebend. Mal Huhn genommen. Und dann hat man das um die Köpfe, da hat sich der Großvater in die Mitte gestellt, um ihn herum die Kinder. Und dann hat er diesen Huhn genommen, um die Häupter der Kinder geschwungen. Und dann hat er das in die Küche gebracht und dann wurde das zubereitet. Und mein Vater sagt mir, und dann haben wir das Huhn gegessen mit den Sünden. Und dann haben wir wieder die Sünden intus gehabt und das fanden wir so lustig. Und es gab im britischen Mandat, in der Mandatszeit, die Briten haben ja etwas ganz Interessantes gemacht. Die haben überall, wo sie waren, auch Übersetzer gehabt für das britische Recht. Weil das britische Recht sagt, im Empire wird auch britisches Recht, aber man hat auch das Recht, sich zu verteidigen. Also sollte auch irgendein Lieutenant Jiddisch lernen. Und dann hat er eben solche Sachen gelernt, auch wie Kapores. Und jetzt ist jemand angeklagt vor Gericht, der kann nur Jiddisch, und er hat ein Esel geklaut. Ein Esel ist auf Jiddisch a Hammer. Nicht ein Hammer, sondern ein Chamor. Ein Chamor, ein Hammer, ein Esel. Und das deutsche Wort Ganove kommt aus dem Jiddischen, weil das ist ein Ganef, und ein Ganef kommt aus dem Hebräischen Lignov, klauen, stehlen. Lot Lignov, du sollst nicht stehlen. Also er ist angekündigt. Wer kann hier Englisch? Ich glaube viele. Naja, ich versuche das. Also wenn ich jetzt Deutsch rede, dann tut so, als ob ich Englisch rede. Der britische Richter sagt dann, Angeklagter, Ihnen wird zur Last gelegt, ein Esel geklaut zu haben. Und jetzt übersetzt der Lieutenant, Angeklagter, Ihr habt geganvet a Hammer. Und er soll jetzt antworten. Ihr habt gegangen mit der Hammer? Ich habe einen Esel gestohlen. Ist die Übersetzung. Wortwörtlich. Ihr habt gegangen mit der Hammer? Fragt der Richter. Sie geben also zu, Sie haben einen Esel geklaut. Warum haben Sie einen Esel geklaut? Angeklagter. Verwuss habt ihr gegangen mit dem Hammer? Ihr habt gegangen mit der Hammer? Ihr darf a Hammer? Ich habe einen Esel gestohlen, weil ich einen Esel brauche. Ja, auf Jiddisch ist darfen, ist bedarfen, brauchen. Ja, der Richter bohrt nach. Sie geben also zu, einen Esel gestohlen zu haben, weil Sie einen Esel brauchen. Würden Sie bitte dem Gericht erklären, zu was Sie dieses Tier gebraucht haben? Ihr gegambet a Hammer? Ihr darf a Hammer? Auf Kapures darf a Hammer? Ja, also das heißt, ich hätte den Esel genommen und den da gemacht. Ja, ich brauche das.
auf Kapores. Das ist seine Antwort. Und wie übersetzt der Lieutenant? Ich habe einen Esel gestohlen, weil ich einen Esel brauche für religiöse, rituelle Zwecke. Also wir sehen auch, es kommt auf die Tonlage an. Und wie gesagt, was steht im Text, was steht nicht im Text, warum steht es so im Text und warum nicht anders. Und ich erinnere mich nur an eine andere Geschichte, wie ich Talmud gelernt habe mit meinem Großvater, noch in den USA. Und er las auch immer zwischendurch seine jüdische Zeitung Vorwärts. Ja, die hieß so. Hier in Deutschland gab es auch eine Vorwärts, das war eine sozialistische Zeitung. In Amerika war die Vorwärts eine jüdische Zeitung. Auf Jiddisch, das heißt also mit hebräischen Lettern, liest man von rechts nach links. Und ich sollte ihn immer die Vorwärts abholen beim Kiosk, bei dem Chinesen. Das war der Chinese aus dem anderen Witz. Und eines Tages guckt er mich an und sagt, you read forward, backward. Sie lesen vorwärts, rückwärts. Ja, und ich brachte da die Vorwärts, das war also die Zeit des Prager Frühlings. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ich glaube, dich gab es da gar nicht, oder? 68. Und mein Großvater guckt, während ich versuche, da eine Talmudstelle irgendwie mich zu konzentrieren. Er guckt auf ein Bild in der Zeitung, fängt an zu lachen und sagt, leg den Talmud weg, das ist wichtiger. Ich zeig dir, wie man Talmud liest. Und er zeigt mir ein Bild. Und dann sagt er, was siehst du auf dem Bild? Da sage ich, ja, da sehe ich ein paar Männer. Da sagt er, lies mir die Unterschrift. Da sagt er, da steht Dubček, 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 genau, Dubček, Dubček, Dubček. Nee, Moment, was war da? Das war der Tag danach. Da hat es geheißen Brezhnev. Genau, Brezhnev. Jetzt kriege ich es richtig drauf. Brezhnev trifft in Prag am Flughafen ein. So. Dann sagt er so, und jetzt sag mir, was du sonst noch auf dem Bild siehst. Ich sehe ein paar Männer da und der eine kommt da aus dem Flugzeug und da stehen andere da und begrüßen ihn. Dann sagt er, ja, guck mal genau hin. Fällt dir was auf? Nö. Zähl mal die Schuhe auf dem Bild. Und dann zähle ich da die Schuhe und das habe ich gezählt, eine ungerade Zahl. Und dann sagt er, ja, zähl noch mal, ungerade Zahl. Dann sagt er, ja, und zähl mal die Männer. Ja, wie viele Beine hat denn jeder? Sag ich, zwei. Dann sagt er, wie kann das denn sein? Dann sagt er, siehst du, da fehlt einer. Und das ist der Dubček. Den haben sie rausgeschnitten. Ich sehe das sofort. So lernst du Talmud. Und das war kein Witz. Wir müssen manchmal gucken, was ist zwischen den Zeilen. Und da finden wir viele Witze in unserer gemeinsamen Bibel, die uns trennt. Zwischen Juden und Christen, wir haben eine gemeinsame Bibel, die uns trennt. Ich glaube, Gott hat auch Humor, sonst hält er es mit uns nicht aus. Das habe ich schon vorhin gesagt. Und das meine ich sogar im Ernst. Dennoch dürfen wir lachen über ihn und über uns und über beide zusammen. Das war doch jetzt eigentlich, wenn ich auch auf die Uhr schaue, ein sehr schönes Schlusswort. Oder möchtest du noch einen zum Abschluss? Ich möchte eins hören. Ich möchte eins hören. Sonst lass, mach mal die Tür zu, sonst... Geht ja keiner raus. Nein, wir sind ja, ich habe aber immer einen entlassen. Ah, okay, in Ordnung. Also ich liebe diesen Witz mit dem Rabbi, der am Schabbat Gold spielt. Und ich bin überzeugt, Sie können den wunderbar erzählen. Den Witz mit dem Rabbiner, der am Schabbat was? Golf spielt. Ach, Golf spielt, natürlich. Das ist nicht Schabbat, ich erzähle Ihnen den Witz richtig. Ist noch besser, das ist am Yom Kippur. An Yom Kippur ist noch eine Größe. So, er geht Golf spielen an Yom Kippur vor dem Gebet und was passiert? Er schlägt tatsächlich ein Hole in One. Und dann guckt er nach oben, sagt er, wieso musst du dich so bei mir rächen? Warum ist das Rache? Wen soll er das bitte schön erzählen? Danke, danke. Vielleicht hat hier noch jemand einen Witz, den wir nicht kennen. Dann heben wir fürs nächste Mal auf. Ich hoffe, es wird irgendwann mal wieder eine Wiederholung geben. Dann kommen neue Witze dazu. Es sind immer neue Witze. Das ganze Leben ist ein Witz. Und übrigens, mir ist aufgefallen als Rabbiner, die Humorlosen sind auch die Gottlosen. Also danke für Ihren Humor und Ihren Glauben heute Abend. Ja.
ist immer schön mit dir, weil du das Schlusswort einfach vorwegnimmst. Man muss nicht mehr viel sagen. Wieso? Du redest ja noch. Ja, weil ich habe noch was zu sagen. Aha, er hat was zu sagen. Er hat einen Glauben. Ich möchte mich ja bei dir bedanken für diesen Anschau. Ich danke für die Einladung. Wir mussten noch 4 Reihen dazu bauen. Ach, die sind alle meinetwegen da. Ich glaube. Wegen mir sind sie nicht da, das kann ich dir sagen. Okay. Danke. Es war ein toller Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, Sie wissen, wenn Sie rausgehen, auf der rechten Seite steht unsere Spendenbox, dann können Sie uns gerne für diesen Abend auch etwas dalassen, damit wir vielleicht im nächsten Jahr, weil dieses Jahr werden wir das nicht mehr schaffen, aber im nächsten Jahr eine Fortsetzung davon machen können. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, spenden Sie auch, damit Sie einen teuren Comedian hier... Ich wollte sagen, noch jemand Besseren holen können. Ja. Genau. Okay. Vielen Dank, dass Sie da waren heute Abend. Kommen Sie gut nach Hause und wir sind diesmal wirklich gut in der Zeit geblieben. Ja. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke.